Hallo Leute, ich bin zurück, live bei Twitch. Ja, wieder Vintage Story heute. Ganz spontaner Stream. Ich habe mir einfach überlegt, ich mache nochmal einen Stream. Ich habe Lust, ich weiß nicht wie lange und was und müssen wir mal gucken. Aber ich denke mir, wir starten einfach mal. Müssen wir hier noch kurz was einstellen. So. Zack, damit ich es noch sehe. Juhu, die Trulla ist hier. Hallo Trulla. Ja, genau. Mal ein kurzes Wort noch, bevor ich jetzt hier anfange. Mal ein kurzes Wort zu YouTube. Oder wohl, wir können dabei ja schon mal laden. Ein kurzes Wort zu YouTube. Ich schaff's im Moment aufgrund von arbeitstechnischen Problemen nicht, meinen Turnus beizubehalten. Das heißt, Long Dark, ich werde jetzt nochmal ein Stream Vintage Story, also den heute. Und dann werde ich einfach sagen, wir werden jetzt erstmal Vintage Story weitermachen und ich werde Long Dark erstmal pauschal pausieren. Es werden Folgen kommen, also es geht weiter. Ich weiß nicht wann, ich fange jetzt früh um 7 an zu arbeiten und komme irgendwann abends 19:30 nach Hause. Ich habe einfach dann auch, muss ich ehrlich zugeben, auch keinen Bock mehr. Also um es mal ganz deutlich zu sagen, habe ich einfach auch keinen Bock mehr. Noch großartig aufzunehmen oder zu streamen. Deshalb wird es in nächster Zeit eine kleine Durststrecke geben in der Hinsicht. Ich hoffe, ihr verzeiht mir das. Ansonsten bleibt aber alles wie gehabt. Also wie gesagt, Long Dark geht weiter. Vielleicht auch im Stream. Mal sehen, wie ich dazu komme. Aber es geht auf jeden Fall alles an sich weiter. Ich habe jetzt hier gerade mal unsere schöne Wismut-Bronze-Spitzacke. Ja, die ist, damit wir ja endlich Laternen machen können und in rauen Mengen. Und das wird heute auch so mein Hauptaugenmerk sein, dass wir Metalle sammeln, denke ich. Metalle ohne Ende am besten. Ich habe noch einen Bienenkorb einstecken, sehe ich gerade. Den müssen wir dann mal noch irgendwo hinpflanzen. So, hier unten sind noch die Leichen vom letzten Stream. Einmal frei. Bleiblock. Wo ist denn der mit Wismutbronze? Da haben wir noch, wir könnten noch zwei Spitzhacken mit Wismutbronze machen tatsächlich. Das ist erstmal eine sehr, sehr gute Nachricht. Aber das machen wir später. Ich hole jetzt mal was zu essen und dann reiten wir los in Richtung Sonnenuntergang. Naja, in Richtung, ich bin völlig übermüdet heute und völlig Banane im Kopf und seht's mir nach, wenn ich irgendwelche Blödsinn laber. So, den Topf packen wir in die Küche. Ich habe hier überall Honig rumstehen. Wahnsinn. Kellertür machen wir zu. Achso, ich müsste auch, wenn ich mir das Essen schon in Schüsseln fülle, müsste ich auch was mitnehmen davon. Wäre für einen Vorteil. Und dann gucken wir mal, dass wir jetzt, also Kupfer wäre ja cool, also irgendwelche Metalle halt. Wir bauen jetzt mit der Wismut Bronzespitzhacke alles ab, was in irgendeiner Form geht. Alles, was wir finden, wird abgebaut. Alles, was nicht nied- und nagelfest ist, wird weggeruppt. So, was habe ich denn noch so im Inventar? Ich habe das Inventar eigentlich total voll. Wir müssten eigentlich, Moment, bevor ich losgehe, mache ich mal noch das Inventar leer. Das wird sonst, tja. Hier oben liegt auch noch Essen rum. Ich habe überall Essen rumliegen. Was ist denn das hier? Deftischer roter Fleischeintopf. Na, einmal frei. Wenn wir alle so viel hätten wie Essen. Was haben wir denn überhaupt für ein Datum heute? Es ist der 4. Dezember und es sind minus 8 Grad draußen. Und hier sind schon wieder Drifter. Natürlich sind ja wieder Drifter. War ja klar. Ich wollte eigentlich das Inventar leer machen, aber ich sehe schon, das wird wieder hier eine absolut hektische Aktion werden. Ich werde mir mal hier oben, wo wir jetzt schon ein bisschen beleuchtet haben, werde ich mir, denke ich mal, ich werde jetzt hier mal so ein vorübergehendes Lager, bis wir die Laternen haben, werde ich hier oben erstmal ein vorübergehendes Lager einbauen. Damit einfach ich da unten diesen Terror da unten nicht ständig habe. Das geht mir nämlich tierisch auf den Geist. Habt ihr ja in der letzten Aufnahme oder im letzten Stream schon mitbekommen, dass mir das tierisch auf den Geist geht. Ich kann es bis immer wieder wiederholen. Das ist echt nervig gerade. Deshalb werde ich jetzt sehen, dass ich so schnell wie möglich hier den ganzen Spaß, dass wir hier Metalle finden und wir den ganzen Spaß uns beleuchten können, ordentlich mit Lampen und wie sich das halt gehört. Was haben wir denn hier noch? Weißkorn.
Weißkorn geben wir den Hühnern, das füttern wir noch. Das hier schmeißen wir derweil mal hierher. Ach toll, jetzt haben wir es wieder aufgenommen. So, da gehen wir jetzt mal noch schnell den Barren schmeißen wir mal einfach auch noch hier hin. Hat nicht viel mit Ordnung zu tun, es ist nicht wirklich schön. Ich weiß das. Ich frage mich immer noch, aber es scheint, als würden unsere Pflanzen immer noch wachsen. Oder 1 von 9, naja gut. Wir müssen am Ende des Streams, müssen wir dran denken. Kältebedingt verkümmertes Wachstum bringt nur 50% Erde. Aha, Erde, Ernte. Okay, also wir könnten im Winter weiter Pflanzen anbauen, aber die sind nur halb so effektiv quasi. Oder halb so effizient. Aber ist das nicht schön, das Wetter? So für so totales Winterwetter? Also ich finde das, also wie gesagt, Vintage Story hat so seinen eigenen Charme. Das ist echt super. Gut. Dann Hühner füttern wollte ich. Schweine und so müssten wir eigentlich auch füttern. Ich weiß, aber ich fütter jetzt erstmal die Hühner. Haben noch 2 Portionen. Dann schmeißen wir hier mal noch die 4 Portionen dazu. So, dann haben sie 6 Portionen. Jetzt müssen wir mal wie... Ich hatte das schon gesagt, wenn wir das nächste Mal Kupfer finden, wir müssen uns auch so eine Sense machen, weil mit Messern hier das Gras abhauen, wir brauchen ja immer so ungefähr 2 Stacks knapp, um hier alles zu füttern. Kinder, Babys sind noch keine da? Nein. Ihr auch nicht? Nein. Das ist einfach mit Messer völlig ineffizient. Wir müssen mal uns so eine Sense bauen, wie der Frall auch hat. Mal schauen, kannst du mal schauen, wie das Feld aussieht? Der Fry schreibt mir ja gerade im Chat, ob ich mal schauen kann, wie das Feld aussieht. Natürlich kann ich das. Also, Fry, ich habe gerade festgestellt, 50% Ernte bloß noch im Winter. Das verwelkt nicht, das verdirbt nicht, aber es ist nicht mehr so effizient. Ich guck mal, wie dein Feld aussieht. So, hier ist alles schön gefroren. Oh, ja, der See ist zugefroren. Das sieht so cool aus. So, ich soll in den Garten. Also, Türe zu. Und dann gucken wir mal. Beim Frall ist alles reif. Und hier sind 12 Millionen Hasen hinne. Frall, das würde ich bestimmt sehr freuen. Ich kümmere mich da mal schnell drum. Jetzt habe ich natürlich einen Frall seine Samen und alles mit auf. Ich habe einen Frall seinen Samen mit aufgenommen. Ist das nicht schön? So, Hasemucke. Ich habe natürlich jetzt keine Ahnung. Alles klar. Okay, Frall. Ich habe keine Ahnung, wie die Hasen hier reingekommen sind. Aber sie sind da. So viel steht fest. Warum geht das hier mit dem Messer wieder nicht? Das ging das letzte Mal. Da hatte ich das letzte Mal schon solche Probleme. Jetzt geht's wieder. So, da haben wir 3x Fleisch. Das nehmen wir mit. Da komme ich noch raus, okay. Also der Fry wird wahrscheinlich, also es ist noch nicht ganz sicher, aber höchstwahrscheinlich später zum Stream einfach dazu stoßen. Im Moment ist es noch schlecht, er kann gerade noch nicht so richtig weg. Aber er wird später uns Gesellschaft leisten, hier mal wieder in Vintage Story. Es ist auch ganz schön einsam ohne den Fry, also das muss man schon sagen. Es ist einsam hier. Geh weg hier. So. Können wir noch ein bisschen Fleisch eintopf kochen davon, dann ja, von dem bisschen harten Fleisch. Ist das Buschfleisch oder ist das normales? Ne, ist das normales Fleisch, gut. So, Hasen gekillt. Ist hier noch irgendwo ein Hase? Ne, ich denke nicht. Okay. Hier liegt auch noch irgendwie Getreide rum. Ich pack das den Fry mal in seine Truhe. Wollte zwar eigentlich schon unterwegs sein und irgendwie hier Metalle suchen, aber das. Nicht, dass der Fry hier dazustößt und seine ganze Ernte kaputt ist. Ich schmeiß das jetzt weiß ich natürlich nicht in welche Truhe. Hat er hier irgendwo eine Truhe mit. Hier sind Samen drin. Dann packe ich dem die Samen einfach hier mal mit. Samen und Getreide. Die Körner hau ich ihm auch. Fry, wenn du noch zuguckst. Ich hab dir das hier einfach mal in die Kiste geschmissen. Du musst dann selber aussortieren, wo du das gerne hinhaben möchtest. So. Gut.
Wir gucken mal. Also, es wäre jetzt schön, im Grunde genommen zu finden, ein paar Medaille zu finden. Und natürlich wäre es ganz große Klasse, wenn wir hier das da oben abbauen könnten. Ich komme gerade nicht auf den Namen. Ah, Quarz. Wäre gut. Bisschen Quarz abbauen, damit wir weiter Lampen machen können. Was haben wir denn hier? Eine Höhle. Eine Höhle. Ja, mal gucken. Was gibt es denn hier so Schönes? Gibt's hier was für mich zu holen? Außer 100 Drifter. Es sieht nicht so aus. Es ist bis so eine kleine Höhle wahrscheinlich. Ja. Ja, hier ist. Nichts weiter Interessantes. Okay. Habe ich den Geologenhammer eigentlich noch einstecken? Ja, den habe ich auch noch einstecken. Das probieren wir heute, denke ich, im Stream auch noch mal aus. Ich werde einfach mal ein Stück ab, also ein Stück ab, claimen sozusagen. Wir suchen uns mal was, wo wir ein gutes Metall haben. Und dort buddeln wir einfach mal in einem Dreier-Umkreis, buddeln wir uns einfach mal nach unten, wie wir das im letzten Stream schon angefangen haben und auch mal probiert haben. Mal sehen, was wir da so finden, oder? Wie gesagt, so genau wie das Ding funktioniert, weiß ich auch noch nicht. Hier in der Höhle waren wir, glaube ich, schon mal drin. Sieht zumindest der Erde nach zu urteilen sehr danach aus. Ich würde jetzt hier einfach noch mal kurz einen Blick hineinwerfen. Oh, hier geht es wirklich Kilometer tief in, Kilometer weit in die Tiefe, hey. Mann, 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 na gut. Obsidian, okay. Hier mal her, das Zink nehme ich mal noch mit. Ist ja so bereitwillig auf uns wartet. Ist zwar eigentlich nicht unbedingt das, was wir brauchen, aber das macht mir jetzt auch erstmal überhaupt nichts aus. Wir nehmen es trotzdem mit. So, hier unten. Ja, es wird wieder buddeltechnisch, eine buddeltechnische Folge. Und ich denke, solange wie das jetzt mit meiner Arbeit so ist, wie es ist, was ich euch ja jetzt gerade erklärt habe, bloß mal noch so zur Info, werde ich wahrscheinlich weiterhin den Fokus aufs Stream legen müssen. Also ich sage jetzt mit Absicht müssen, YouTube soll. Oh, wie tief geht denn das hier runter? Kurz zurück. Ich werde YouTube natürlich nicht. Also ich behandle YouTube nicht absichtlich stiefmütterlich, könnte man jetzt sagen. Es ist einfach wirklich die Zeit, die mir fehlt. Vor allem die Zeit, es fehlt mir die Zeit, jetzt hier mal eine Stunde oder da mal eine Stunde oder 2 Stunden zu streamen, ist kein Problem. Da kommen für YouTube auch ja wirklich gut ein paar Folgen raus. Aber jetzt zu streamen und aufzunehmen und alles oder das im Wechsel zu streamen, jetzt zu sagen, ich mache Vintage Story und Long Dark Streams. Ich pack das im Moment einfach nicht. Das ist einfach nicht zu machen. Und da ich das ja hier doch unentgeltlich und als Hobby mache, bitte ich euch einfach da um Verständnis, dass es auf YouTube halt ab und zu mal zu Abbrüchen oder beziehungsweise zu nicht regelmäßigen Releases von Folgen kommt. Aber es ist kein Ende in dem Sinne von The Long Dark oder irgendwas. Es geht alles weiter. Ich habe ja auf The Long Dark auch weiterhin übelst Lust. Ich will die Story, ich will wissen, was da passiert ist und warum das passiert ist. Oder wo, was mit unserer Frau da ist. Ex-Frau, besser gesagt. Aber ich kann es halt nicht alles auf immer machen. Es geht im Moment einfach nicht. Deshalb, wie gesagt, jetzt erstmal ein bisschen Abbruch. Es wird besser Ende Juli. Da habe ich nämlich Urlaub. Und dann, kriegen wir das mit den Aufnehmen und allem auch wieder regelmäßig hin, denke ich. Möglicherweise, wenn ich jetzt entscheiden sollte, dass ich den Fokus voll auf Vintage Story lege und sage, ich mache jetzt mehr Vintage Story und pausiere wirklich Long Dark bis auf Weiteres, bin ich mir jetzt noch nicht, im Moment noch nicht so ganz sicher. Aber sollte es dazu kommen, dann wird es auch so sein, dass Vintage Story dann täglich kommt, dass ihr wenigstens jeden Tag eine Folge habt. Aber das muss ich mir nochmal überlegen, da muss ich auch nochmal selber ein bisschen in mich gehen und sagen, okay, so machen wir es oder so machen wir es lieber nicht. Das kann ich euch jetzt noch nicht sagen, das erfahrt ihr mit Sicherheit dann im nächsten Stream, schätze ich mal. Oder irgendwie, auf meinem wie gesagt, auf meinem Discord-Server, wenn er da
Nachjoint kriegt er die Infos auch sofort. Wir sind ja schön in dem Gebirge und es wird Nacht. Es ist jetzt. Oh, ich habe Hunger. Oh, Essen. Ist jetzt eigentlich kontraproduktiv für uns zu sein, weil. Es ist Nacht. Wie können wir denn. Haben wir noch eine Schaufel einstecken? Natürlich nicht. Ist die Frage, buddeln wir uns jetzt hier irgendwo rein? Das würde ich eigentlich, wollte ich eigentlich vermeiden. Wobei, eigentlich auch nicht. Wir machen das mal. Wir buddeln uns hier mal irgendwo rein. Und da probieren wir jetzt während der Nacht einfach mal den Geologenhammer aus. Fackeln haben wir auch noch 9 mit. Das ist gut. Und dann probieren wir mal den Geologenhammer noch. Aus. Ob ich da jetzt wirklich, ja. Würde mich jetzt hier einfach mal wirklich in die Tiefe buddeln, so ein 3x3-Feld ausheben und dann mal gucken, was passiert. So, den Bienenkorb habe ich nicht gesetzt. Das machen wir beim nächsten Mal, wenn wir wieder zu Hause sind. Ja, machen wir hier zu, da kann uns erstmal von hinten niemand angreifen. Und jetzt machen wir hier einfach mal so ein 9er-Feld frei. Und dann gucken wir mal, was der Geologenhammer dazu sagt. Dagegen, ja. Irgendwie müssen wir das ja mal rauskriegen, wie das Ding funktioniert. Es könnte natürlich sein, wenn wir jetzt hier Proben nehmen, dass diese Erze, die wir jetzt in der Probe haben, dass die natürlich dann über uns liegen. Das wäre natürlich wieder das absolute Super-GAU, aber von daher ist es eigentlich nicht clever, sich in den Berg reinzubuddeln, wenn ich mir das so recht überlege. Aber na gut, jetzt sind wir einmal hier. Wir probieren das jetzt hier aus. Einfach mal aus. Gut, Geologenhammer. Ich hätte gerne eine Probe von hier. Dann hätte ich gerne eine Probe von dieser Seite. Ach so, nee, das von dieser Seite muss. So. Need two more samples. Warum eigentlich? Der ist doch vier auseinander. Need one more sample. Okay, dann nehmen wir noch. So. Ja, üben. Need one more sample. Eigentlich müsste es doch gehen. Warum gehen? Oder immer der vierte Block? Oder irre ich mich da? Okay, wir haben Sphalerit. Dezent. Oh Gott, das ist hier eine ganz schlechte Gegend. Ich würde jetzt trotzdem mal einfach das probieren. Wir nehmen jetzt hier uns die Pickaxe und buddeln uns jetzt hier mittig einfach mal nach unten. Wie viel Erde haben wir denn? 25, das ist nicht viel. Ich würde mal noch schnell die Zeit nutzen und hier Haus noch ein bisschen Erde abbauen. Nehmen wir uns noch ein bisschen Erde mit. Einfach damit wir uns wieder hochbauen können. Nicht, dass wir dann irgendwo in der Tiefe gefangen sind und nie wieder herauskommen. Das wäre dann, glaube ich, auch nicht so zweckdienlich. So, okay. 50. Na, das kommen wir der Sache doch schon näher. Wird auch Nacht, also ich würde mich dann auch wirklich in die Höhle verdünnisieren. Weil ich habe jetzt ehrlich gesagt nicht wirklich Lust hier großartig zu kämpfen. Und ihr wisst, die Drifter mögen mich ganz besonders. Also die mögen wahrscheinlich jeden Spieler, aber ich habe so den Eindruck, mich mögen die ganz besonders. So, machen wir ja dicht. Hauptsache unsere Nahrung reicht noch für die ganze Nacht. Aber naja, wir werden sehen. Wir buddeln uns jetzt erstmal ein. Einen wunderschönen guten Tag, voll am Apparillo. Hallo, mein Guter. Ja, nicht, dass du nachts verhungerst, du. Ja, ne, das könnte jetzt durchaus passieren. Wird schön, wird schön. Was soll ich denn sagen? Ich hab, glaube ich, gar nichts zu fordern mehr. Unten im Keller und in meinem Haus stehen überall Schüsseln mit Essen. Ich muss mir kurz einen Überblick verschaffen hier, war lange nicht mehr da. Hallo Sirius, schön, dass du wieder dabei bist. Ja, Sirius sagt doch Phoenixa Bescheid, na, du weißt. Ich habe keine Lust auf noch eine Gerichtsverhandlung. Was hast du denn eingestellt, Michael? Ne, der Sirius war, das letzte Mal hat er meinen Stream geguckt und hat der Phoenixa nicht Bescheid gesagt. Dass ich online, die hat von Twitch keine Benachrichtigung gekriegt und er hat ihr nicht Bescheid gesagt und dann artete das im Discord zu einer direkten Gerichtsverhandlung aus.
Und ich habe versucht, den Sirius mit all meinem Enthusiasmus zu verteidigen. Es hat aber gegen die Phoenixer. Also ich bin danach zu dem Entschluss gekommen, es ist gut, dass sie keine Richterin oder Anwältin geworden ist. Oder wenn sie Richterin oder Anwältin werden würde, dann denke ich, passt sie am besten ins amerikanische Rechtssystem. Das kann passieren, ne? Mal gucken, was jetzt. Also hier auch hallo von meiner Seite aus, ne? Ja. Was haben wir denn jetzt hier? Braunes Schiefergestein. Okay. Was ist das? Andesit. Okay, gut. Ich buddel mich jetzt hier einfach mal in die Tiefe. Mal gucken, was, ob wir hier irgendwo auf eine Erzader finden. Stoß. Hallo sachte. Enzo. Riese. Mach sachte. Ja, ich das, als... dass du wieder hochkommst. Ja, ich... Ja, das werden wir halt sehen. Oh, Quarz. Quarz ist gut. Die ist offline. Sirius, du weißt, wenn Phoenixer offline ist, das zählt auch nicht wirklich. Ne? Du hast es erlebt. So, da haben wir doch schon den ersten kleinen Mining-Erfolg. Wir haben Quarz gefunden. Ich frage mich auch, Fral, ich habe keine Ahnung, aber ich frage mich ernsthaft, wie tief man hier eigentlich buddeln kann. Ob es hier auch sowas wie Bedrock gibt? So tief habe ich es ehrlich gesagt noch nie getrieben. Ja, ich eben auch noch nicht, aber das wäre doch jetzt mal der perfekte Moment dafür. Ich habe übrigens ein paar Mal deine Bienen geerntet. Und ich habe aber auch immer wieder neue Bienenstöcke hingestellt. Aber allerdings stehen, wenn du zu den Bienen gehen solltest, stehen da jetzt noch Bienenstöcke rum. Also die liegen, die habe ich wie abgebaut und keine Ahnung. Ich kann sie aber auch nicht mehr aufnehmen. Ich habe keine Ahnung, was mit denen ist. Die liegen da noch rum. Ich guck gleich mal. Guck dir das mal an. Bitte. Ein Haufen Quarz hier unten. Wahnsinn. Viermal ein Fell. Nach dem Arbeitstag hier noch Kurs gemacht, da kriegst du nichts mehr im Kabel zustande. Eine für die Vintage Story wird reichen. Dann suchst du dir einfach eine Arbeit wie Steine kloppen, wie ich das ja gerade mache. Das ist doch total entspannt. Naja, wir müssen noch ein bisschen hier zusammenbauen. Fälle. Ah. Ah. Nee. Enzo, Sirius, geht's euch gut? Wahnsinn. Ich habe hier auch irgendwie gerade Silbererz gefunden. Also ich sag's nur. Silbererz. Weil das wird gut. Mit Silber kann man doch dann auch schon irgendwie die nächste Werkzeugstufe oder so. Irgendwie. Ich weiß es gerade nicht. Ich muss mich erstmal wieder ein bisschen reinfitzeln. Wieso ist jetzt der Chat weg? Hornstein weg. Aber ich nehme das ja alles mal mit. Ne?